Neuer Tag, neues Glück. Pfingstsonntag. Hier oben hat man den super Ausblick. Man kann also weit blicken. Es ist halt heute nicht so ein besonderes Wetter. Da hinten ist der Hahnenkamm. Schon ein bisschen ranzoomen. Im Spessart. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht. Doch, da sieht man so ganz fade. Der Hahnenkamm im Spessart. Ich bin jetzt hier oben in Rossdorf. Und auch hier haben die Leute in der Bronzezeit gesiedelt. Direkt hier auf dem Feld voraus, auf dieser Anhöhe. Und da unten im Wald haben sie ihre Toten beerdigt. Und auch da gibt es ganz viele Hügelgräber aus der Bronzezeit. Hier war überall was ganz schön was los in der Bronzezeit. Das war halt geografisch eine super Gegend. Da hat man auf die ganzen anderen Kuppen oben drauf gucken können. Und wer weiß, vielleicht haben die sich auch damals schon, noch vor den Römern, Lichtzeichen mit Spiegeln gegeben oder mit irgendwelchen Metallen, die glänzt haben. Wir haben ja jetzt ja die Bronzezeit, wenn Bronze poliert, das glänzt ja auch. Das kann schon sein, dass man damit auch Lichtsignale gegeben hat. Jetzt muss ich mal das Heckschau ziehen, es fängt nämlich gerade an zu dribbeln. Und jetzt zieht das Gewitter lang. Unhergestellt, aber so war das ja am Pfingsten schon immer, hat es immer getrüppelt, solange ich mich erinnern kann. War es auch mal schön, mal zwischendrin, aber meistens hat es ja getrüppelt. Weil da unten im Wald, wo die Hügelgräber sind, da ist so eine richtige dreiste Ausgrabungsstelle von diesen Raubgräbern. Unglaublich, was sie da gemacht haben. Fahr ich da nochmal hin, das zeige ich da nochmal. Ja, die haben sich immer Höhenzüge ausgesucht, die Leute. Wie die Römer, die haben das ja auch gemacht. Die haben sich ja auch untereinander gesehen. Da ist so eine Waldmenschenstadt entstanden. Und die Kinder gebaut mit ihren Eltern. Wohl, lauter Hütten hier in den Wald gebaut. Ja, da wohnen die Waldmenschen. Und früher haben die Leute in der Bronzezeit hier gesiedelt. Und haben auch hier ihre Hügelgräber gehabt. Von da auf die Autobahn entlang. Ich weiß selber nicht groß, dass hier Hügelgräber sind. Jetzt gucken wir mal wieder. Die Augenschule. Ja, wer kann es schon sehen? Dahinter ist ein Hügelgrab. Ein lieber Freund hat mir das dann erzählt, dass hier oben Hügelgräber sind. Er war schon beeindruckt von diesen Grabhügeln, die hier sind. Und natürlich auch von diesen Aufgrabungen hier an diesen Grabhügeln. Das sind wirklich richtige Grabungsschnitte, die sich hier geleistet haben. Da ist das Hügelgrab aus der Bronzezeit. Schön deutlich erkennbar. So friedlich sieht es aus. Wo es beraubt ist. Aber hier die Hügelgräber sind sehr gut als Hügelgräber zu erkennen. Natürlich, wenn man es nicht weiß, fährt man trotzdem mit der Rückmaschine drüber weg. Jetzt wäre hier in Bayern der riesengroße rote Punkt drauf. Im Grunde genommen in dem ganzen Gelände. Dann gibt es nämlich noch ganz andere Sachen. Da kennt man dann hier zum Beispiel, ist auch eine Aufgrabung. Das war mit Sicherheit mal ein Flachgrab. Und da vorne sind auch nochmal so riesenhafte Knollen an den Bäumen, so Wurzelmaserknollen, die darauf hinweisen, dass hier in dem Gelände natürlich auch überall Wasser ist. Da habe ich gesagt, das mit dem Wasser und den Bäumen, das hängt zusammen mit den Hügelgräbern. Natürlich auch die ganzen kleinen Mistviecher hier. Da kann man es richtig deutlich erkennen, das ist so richtig rechteckig reingegraben. Das wird schon ein Flachgrab gewesen sein. Und dann ist hier auch ein Hügelgrab drin. Das kann man auch schon erkennen. Wenn man ein bisschen mal einen Film geguckt hat, vorher Hügelgräber im Wald erkennen und dann erkennt man das jetzt schon, dass da vorne auch ein Hügelgrab ist. Laufen wir mal hin. Gucken wir mal. Da sieht man die Wurzelmaserknolle. Das ist natürlich schon ein fettes Teil, was da dran ist an dem Baum. Der Baum ist auch so ganz komisch gewachsen, hat lauter Wurzelmaserknollen. Aber die ist wirklich schon, wow. Die ist natürlich nicht mehr so super intakt wie die andere, wo ich es gestern gezeigt habe. Aber auch, wenn man so guckt hier, sieht es ja fast aus wie ein Gesicht. Das ist einer von den Waldgeistern, die hier auf die Stellen aufpassen. Aber die können auch nichts machen. Von da aus sieht es schon fast aus wie ein Herz. So ein
Wurzel Maseiknollenherz. Und da kann man jetzt erkennen, was die hier gemacht haben. Unerkannt, ungestraft, einfach so, unglaublich. Da sieht man, dass sie so einen richtigen Grabungsschnitt da reingemacht haben. Ich war total baff, wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Vielleicht um festzustellen, was es da noch alles zu sehen gibt. Und wenn es dann so ein Gelände wie hier ist, wo zwar viele Leute mit dem Hund entlang gehen und auch Jogger entlang kommen, aber die wissen ja nicht, was hier los ist. Da sieht man es deutlich. Die absolute Dreistigkeit. Und da ist auch wieder ein Hügelgrab aus der Bronzezeit. Von hier aus sieht man das besser aus wie vom Weg. Und da, wie gesagt, ist die Wurzel Maseiknolle. Das passt schon unmittelbar zusammen. Und da hat auch wieder ein Reh gelegen. Das ist wieder so eine Rehkuhle. Was ich halt, wie gesagt, nicht verstehen kann, ist, es hat ja Tage gedauert, das zu machen. Das haben die doch nicht in einem Tag gemacht. Und das ist keinem aufgefallen. Oder es konnte sich keiner erklären, was die Leute hier im Wald überhaupt suchen. Warum die überhaupt da so einen Grabungsschnitt in die Erde reinmachen. Aber das ist mal eine gute Veranschaulichung, was Raubgräber nicht alles fertig bringen. Die Gier, was die Gier nicht alles fertig bringt, um Sachen auszurauben. Und wenn man jetzt hier drüber guckt, hier vorne, dann sieht man, dass hier auch genau auch ein Grabhügel ist. Das sind also lauter Grabhügel hier in dem Gelände. Da dürfte auch nichts mehr drin sein, die Grabhügeln. Da haben sie alles schon geplündert. Obwohl die Rostdörfer eigentlich ganz gut auf ihre Sachen aufpassen. Aber wer das letztendlich hier gewesen ist, das weiß keiner. Und da vorne ist das auch nochmal mit so einem anderen Grabungsschnitt. Das kann man schon von hier aus erkennen, dass da vorne auch was gebuddelt ist. Und die haben sich richtig ausgetobt, die Freunde. Unglaublich. Also wirklich ganz, ganz großer Grabhügel. Hier liegen ganz viele Leute drin beerdigt. Und hier sind überall Aufgrabungslöcher. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwo in so eine Kuhle reintritt, wo es dann hinuntergeht und man sich dann das Fußgelenk bricht, wenn man Pech hat. Und man sieht, dass hier alles aufgegraben wurde. Jetzt richtig rein. Und da aus dem Baum, aus dem Grab wächst dieser Baum heraus. Da erkennt man auch, dass da eine riesen Mulde drin ist. Die armen Vorfahren aufs Übelste beraubt. Und warum? Weil so ein bisschen Metall. Total suspekt. Die Gier des Menschen kennt keine Grenzen. Da sieht man es jetzt nebeneinander. Da vorne sieht man das eine Hügelgrab, wenn man genau hinguckt. Ja. Und hier davor das andere große. Das ist halt schon stark verflacht. Aber selbst wenn die Leute da vorbeijoggen und sowas beobachten, dass Menschen sowas im Wald machen, dann ziehen die den Kopf ein und laufen typisch deutsch gleich weiter. Oder? Normalerweise müsste man dann das Handy rauszücken und gleich die Polizei rufen, die dann auch kommen in so einem Fall. Und das ist ja Raub, Grabraub ist das ja. Die übelste Sorte von Raub, die es gibt. Grabräuber. Die Polizei soll mir schon eher die Polizei rufen, wenn man sowas sieht. Weil manche von den Jungs sind auch bewaffnet. Das ist dann nicht so schön. Man weiß ja nicht, was die Panik alles mit einem anstellt. Da schießt es noch ein Loch ins Bar oder so. Das muss ja nicht sein. Die archäologischen
Ämter sprechen auch von organisierten Banden, meistens aus Osteuropa, die sowas machen. Die wissen ja auch, was das ist. Und auf dem Schwarzmarkt lassen sich solche Exponate aus der Bronzezeit natürlich hervorragend zu Geld machen. Aber es bringt halt kein Glück, sowas zu tun. Dann auch so eine oberdreiste Stelle, wo sie einen Flachgrab ausgeräumt haben. Das haben sie richtig ausgeschachtet. Das habe ich dann schon wieder zugemacht mit Stöcken. Ich will es mal zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal finde. Ich habe das schon schön wieder zugemacht. Da kenne ich auch wieder eine Aufgrabung. Also hier haben sie wirklich alles durchsiebt wie ein Schweizer Käse. Weil hier überall was ist. Gewesen ist, muss man sagen. Das ist auch schon länger her, wo sie das gemacht haben hier. Auch direkt so eine Aufgrabung, so eine ganz tiefe. Man sieht es schon wieder, es hat auch keinen richtig runden Charakter. Also Tiere waren das nicht, es waren schon eher Menschen. Hinten dran ist auch noch einer. Zeit, dass wir ein Auge dafür bekommen, wie so etwas aussieht. Da ist auch wieder eine. Ja, hier waren sie ganz schön zugange. Da vorne sind auch noch welche. Die werden krank, die Leute. Kriegen irgendwas, Krebs. Irgendwas Schlimmes. Weil wer Schlimmes tut, den wird Schlimmes heimsuchen. Man sieht es nicht mehr. Das habe ich schön zugemacht damals. Es war so ein riesengroßes Loch. Ja, mit dem Reh, das sich da niedergelassen hat. Eben gerade, wie ich hier langlaufe, ist ja auch ein Jogger in mir gestanden. Ich bin mal erschrocken. Also die Leute laufen hier immer wieder lang. Aber wenn die dann sowas sehen, wie gesagt, dann rennen sie einfach weiter. Ziehen den Kopf ein, machen so, dass sie nichts zu sehen haben und rennen weiter. Das ist der Grabungsschnitt. Also hier vorne ist, wie gesagt, das Grab. Da hinten ist dieser eine Grabungsschnitt und hier haben sie, den habe ich damals als erstes entdeckt. Man sieht auch wieder, hier sind sie auch wieder mit der Rückmaschine damals durchgefahren. Das sieht man an dieser tiefen Fahrspur. Da sieht man, wie sie drüber gefahren sind. Da ist ihnen das gar nicht aufgefallen, was hier passiert ist. Das ist auch so ein Grabungs-Sondierungsschnitt. Da haben sie wahrscheinlich irgendwas gefunden, Bronze oder Scherben oder sonstiges. Und dann sind sie wiedergekommen. Haben sie wahrscheinlich erstmal angetestet, ob hier Leute Notiz davon nehmen, was sie tun. Dann haben die Leute keine Notiz davon genommen. Und dann sind sie an die Gräber und haben die Gräber ausgeräumt. Nach und nach. Eins nach dem anderen. Und natürlich auch die Flachgräber in der Umgebung. Und das passiert nur, oder es kann nur passieren, durch Unwissenheit, weil die Leute nicht wissen, was Leute im Wald suchen, wenn sie sowas machen. Wenn solche Hügel in der Nähe sind, und man beobachtet das, egal wo man jetzt unterwegs ist, im Taunus, im Spessart oder im Odenwald, kann nicht lange überlegen, Handy hat heutzutage dabei, rausziehen und gerade 110 anrufen und sagen, was man sieht. Irgendwas geschoben, das ist aber schon wieder seltsam, weil das kenne ich jetzt noch gar nicht. Das sieht man auch, da ist irgendwie Fläche gerade geschoben worden. Hier vorne ist es hingerückt. Was haben die hier gemacht? Komisch. Hier waren sie aber schon mit dem schweren Gerät zugange. Kann sein, dass sie irgendwas aufgegraben haben.
Das ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Das ist noch nicht so lange her, wo sie das gemacht haben. Seltsam. Wenn man die Fläche drüber guckt, dann sieht man hier vorne das nächste Hügelgrab. Ja, es kann schon sein, dass sie hier wahrscheinlich Holzarbeiten machen werden. Da sind sie einfach mal so durchgerauscht. Und da sind sie auch wieder, man soll es nicht glauben, auch schon wieder über das Hügelgrab drüber weggefahren. Da sieht man es. Da sind sie einfach über den Grabhügel drüber weggedüst mit ihrer Riesenmaschine. Weil sie es wahrscheinlich schon wieder nicht gewusst haben. Ja, das kann sich nicht anders erklären. Da haben sie den Wald aufgeräumt und da sind sie tatsächlich schon wieder drüber gefahren, über das Hügelgrab. Das sieht man ja, wie es jetzt aussieht. Da ist er hinten runtergefahren mit seinem Harvester. Man kann davon ausgehen, alles was hier unten drunter noch ganz war, ist jetzt natürlich kaputt. Wie gesagt, es ist noch nicht so lange her, dass sie das gemacht haben. Das ist schon im letzten halben Jahr oder Vierteljahr. Ich glaube, im Winter war ich mal da, da war es noch nicht. Das ist natürlich schade. Das ist ja ein 5000 Jahre alter Grabhügel. Da sieht man, da ist er weitergefahren. Da haben sie den Wald praktisch aufgeräumt. Ja, wenn sowas nicht bekannt ist, wie gesagt, das ist schon total doof. Da sieht man es. Grabhügel einfach überfahren. Das ist jetzt im Rossdörfer Wald. Ich war, glaube ich, das letzte Mal hier, muss ich mal überlegen, im Oktober letzten Jahres war das letzte Mal da. Da war das noch nicht. Und von Oktober, die Zeitspanne bis jetzt, Mai, haben sie das gemacht. Sind sie einfach drüber weggefahren. Unglaublich. Und das wird, wie gesagt, nicht passieren, wenn jetzt hier ein roter Punkt drauf gewesen wäre. Und die wüssten jetzt alle Bescheid, die Forstämter, ah, hier ist ein Hügelgrab. Und so ist es jetzt hier auch passiert. Da sieht man es, ganz tief eingezackt. Da, das tonnenschwere Fahrzeug mit seiner Rüttelplatte drin, also mit seinem schweren Motor, der die ganze Zeit die Vibration ausstößt. Da wird nämlich alles unten drunter verdichtet und platt gemacht. Das fällt mir einfach so, mir nicht, dir nicht, über so einen jahrtausendalten Grabhügel drüber weg. Ja, ich habe schon gedacht, liegt eine Scherbe. Nein, weil es gibt schon, also jetzt kann man eventuell hier auch auf dem Boden Scherben finden. Man muss nicht, aber es kann sein. Schade. So blödsinnig. So sinnlos. Da sieht man, da ist er richtig eingesunken, ist er oben drauf stehen geblieben. Ist jetzt vom Windbruch schon wieder runtergebrochen. Und ja, dass man es ein bisschen deutlicher sieht, jetzt ist es deutlicher zu sehen, das Hügelgrab. Und es wird niemals anders werden. Und wenn die jetzt weitermachen hier im Wald, wird er wahrscheinlich wieder dieselbe Rückgasse nehmen, von da vorne hierher und wird wieder mit dem Teil da drüber fahren. Und kein Schwein weiß, dass hier ein Hügelgrab ist. Obwohl man eigentlich doch weiß, dass hier oben Hügelgräber sind. Aber wie gesagt, man sieht ganz deutlich, das ist Hessen live. Das gibt's in, sowas gibt es in Bayern nicht. Das ist jetzt schon innerhalb von einer Woche die zweite Nummer, die ich sehe. Unglaublich. Gibt es doch nicht. Da sieht man noch die Spuren von dieser schweren Maschine, die da drüber gefahren ist. Mitten über das Hügelgrab drüber weg. Aber ist jetzt keine Markierung an Bäumen,
Das hat er sich ja selber ausgesucht, den Weg. Weil ihm das keiner gesagt hat. Hat man den Auftrag gehabt, hier macht den Wald mal sauber. Holt mal die Bäume da raus, was auf dem Weg liegen. Und er ist so kreuz und quer rum. Und da ist er mit seiner riesen Holzrückemaschine einfach da über die Flachgräbe. Hier unten drunter war bestimmt auch irgendwas. Hier ist er auch eingesunken. Ist er stehen geblieben und er ist sehr stark eingesunken. Kann sein, dass hier unten drunter auch ein Flachgrab war. Weil da vorne ist ja das Hügelgrab. Das hat natürlich ein gutes auch wieder. Die Raubgräber rauben natürlich so einen Flachgrab nicht mehr aus. Weil da können sie natürlich nichts mehr finden. Das ist alles ineinander verdichtet und verbacken. Da können sie nichts mehr mit anfangen. Jetzt mit dem Weitwinkel sieht man es nicht so. Jetzt zoomen sie ein bisschen ran. Und da kann man jetzt da vorne, wie ich sage nochmal, eine Filme schon mal angeguckt hat, sieht man jetzt da vorne, dass da ein Grabhügel ist. Der ist deutlich erkennbar. Wie gesagt, wenn man das nicht weiß, dann natürlich nicht. Da ist das einfach nur eine Hebe um Gelände. Da kann man auch einfach so mir nicht drüber wegfahren. Im GPS die ganzen Wegepunkte genommen, damit ich das dem Förster mitteilen kann, was hier schon wieder passiert ist. Und da sieht man es, ja, da sind sie runtergefahren. Also hier werden sie mit Sicherheit noch was machen. Irgendwann mal. Nicht jetzt vielleicht, vielleicht später, wieder im Winter. Aber hier wird noch was passieren. Da sind sie ja noch nicht fertig. Sieht man ja. Und da ist der riesen Grabhügel. Die Erhebung. Man hätte ja auch da rumfahren können oder mit vielleicht sich hier einen Weg suchen können, wo man durchfährt. Nee, man muss mitten über den Grabhügel fahren. Ja, der super Zwieselbaum. Da auch Zwieselbaum. Mein Gott, die Uhren würden sich im Grab rumdrehen. Der Vorgelaufen. Da jetzt sieht man schon besser, wenn man jetzt so durch die Bäume durchguckt, da sieht man das Hügelgrab besser. Da ist das Hügelgrab. Das kann man jetzt schon besser erkennen von hier aus. Da wo er drüber gerumpelt ist. Und hier ist er auch reingefahren mit seinem Harvester. Das sieht man ja, mit seinem Schlepper. Mein Gott, unglaublich. Und da sind natürlich auch laute Flachgräber drin in dem Gelände. Und durch den Spaff, das gibt es überhaupt nicht. Wenn man sich das Gelände dann jetzt hier so anguckt, da vorne zum Beispiel, ich zoome mal ran, da ist auch so ein Grabhügel. Da ist auch drüber weggefahren, aber das ist schon länger her. Auf jeden Fall sieht man hier ganz deutlich, dass hier noch ganz schöner Handlungsbedarf in Forstarbeiten besteht. Und wenn es nicht bekannt ist, dass hier eine Hügelgrabfläche ist, eine Flachgrabfläche, dann wird es wie der Fahne aussehen irgendwann. Da fahren sie einfach drüber weg und machen alles kaputt. Dabei heißt es so eigentlich im hessischen Denkmalschutzgesetz, das wird für die nachfolgenden Generationen im Boden bewahrt. So heißt es da drin. Deswegen wird es ja nicht ausgegraben. Das bedeutet, im Boden wird es verwahrt, weil die Lage, die Asservatenkammern der Geschichte, ja, randvoll sind. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug, was sie alles schon haben. Und wenn man das dann sieht, wenn da so Schneisen in den Wald reingefahren werden, dann kann man sich ja vorstellen, was damit passiert. Mit diesem kulturellen Erbe aus der Bronzezeit. Das wird dann einfach systematisch kaputt gemacht. Völlig nutzlos und völlig sinnlos. Ja, hier wird irgendwann noch mal was passieren. Hier wird es noch mal den Rundumschlag im Wald geben. Da sind sie schon früher mal reingefahren, das sieht man noch. Diese Schneise, die wir reingemacht haben. Ja, so ist der Umgang mit Geschichte in Hessen. Kann man nicht anders sagen. Das ist in Bayern ganz anders. Schade. Obwohl doch die Bronzezeit damals überhaupt kein Bayern und Hessen kannte. Oder Baden-Württemberg. Oder Rheinland-Pfalz. Damals war das doch alles eins. Heute wird das so, das ist alles getrennt. Und jetzt sieht man ja, was dabei rauskommt. Nur Chaos. Sonne raus, das sieht so richtig schön aus. Jetzt bin ich mal in die Hocke gegangen, da sieht man es noch besser.
Dann sieht man, dass da der Grabhügel ist. Und hier vorne der riesengroße Grabhügel. Und wenn man das sieht, da kann man doch nicht einfach drüber wegfahren. Das ist das, was ich nicht verstehe. Der Weg hier weiter. Und dann ist hier an der Seite auch noch mal ein Grabhügel. Der ist ziemlich unscheinbar. Aber das ist auch noch mal ein Hügelgrab aus der Bronzezeit. Jetzt bin ich von hier oben runtergekommen. Und dann gucke ich jetzt hier so rein, dann sehe ich die breite Schneise. Und hier sind sie auch durchgefahren mit der Holzrückemaschine. Das ist natürlich schon länger her. Aber wie gesagt, da kann man gar nicht drüber fahren. Das ist ein Flachgräberfeld. Weil hier die Hügelgräber rundherum sind. Es ist praktisch ein bronzezeitlicher Friedhof hier oben. Die unerkannte Geschichte. Oder wieder vergessene Geschichte. So müsste man es ja eigentlich nennen. Ein Stück hier wieder raus und dann sieht man hier vorne auch nochmal so eine Erhebung drin. Wo ich damals auch schon dachte, das sieht fast auch aus wie ein Grabhügel. Jetzt am Waldrand von diesem Gräberfeld aus der Bronzezeit. Jetzt sieht man da unten die Städteritz, Gundernhausen, in die Gundernhausen selber, jetzt auf die Highway nach Darmstadt, nach Rottgau und nach Hanau. Da sieht man das dicke Gewitter voraus, Richtung Rheinheim. Und da ganz entfernt ist der Otzberg. Also die haben sich in der Bronzezeit schon überall gesehen. Weil hier hat ja überall, hier war ja überall Bronzezeit und Römer und Kelten, was hier alles war. Und heute, 2024, hat man vergessen, dass da oben drin ein bronzezeitliches Gräberfeld, also ein bronzezeitlicher Friedhof, ist. Das hat man jetzt 2024 vergessen. Und jetzt ist es eh wurscht, jetzt sind sie drüber gefahren, aber da ist ja noch viel, was man trotzdem noch überfahren könnte. Und es wäre natürlich schön, wenn man da nicht drüber fahren würde. Dass es eins gedacht hat, im Boden verwahrt, für die Kinder und für die Enkelkinder. Wie gesagt, die nachfolgenden Generationen. Das ist ja Geschichte. Ja, das ist der Umgang mit Geschichte in Hessen. Da muss sich doch mal was ändern. In Bayern, da sind sie in Bayern wirklich fortschrittlich. Unglaublich, wie fortschrittlich Bayern ist. Sie sehen an solchen Beispielen. Wie gesagt, das ist ja in dieser Woche schon das zweite Mal. Beziehungsweise in zwei Wochen schon das zweite Mal, wo ich sowas sehe, dass so ein Hügelgrab mit so einer Holzrückemaschine überfahren wird. Einfach so.